Ja, heute mal unsere Chilis einpflanzen. Wer es vielleicht ein wenig besser versteht oder ein wenig mehr Ahnung hat von der Gärtnerei, der kann ja mal drunter schreiben, wie man es eigentlich richtig macht. Ich habe nämlich keine Ahnung. Ich hoffe, das passt zwar einigermaßen. Also, schaut zu. Dann pflanzen wir mal die Chilis. Die Chilis, die pflanze ich nicht im Freien, sondern die pflanze ich in Kübel. Einfach einen Kübel gekauft, ein paar Löcher rein gemacht, seht ihr, sind ein paar Löcher drin hat, nicht dass Staunen sich oder sowas später gibt. Ja, da habe ich ein wenig Erden. Dann nehme ich die Chili, das ist zum Beispiel die Trinidad Moruga. Dann setze ich die, baue ich die doch vorsichtig raus aus dem Topf. So, wunderbar. Das Schild ist doch hier mal schnell da wegliegen. Ich habe das nicht komplett aufgefüllt, weil ich mir denke, so kann es besser rumdrehen und das soll eigentlich ein langer zergehen und her. Ich streue ein wenig Blaukorn rundherum. Dann gehen wir her, stecken noch Schildler rein, das ist ja was, was wohl. Chili Nummer 1. Hier haben wir die Carolina Reaper. Chili Nummer 2. Das ist die Naga Budiolica. Dann stecken wir das auch wieder rein. Hoppala. Ja, das sind jetzt meine 5 Chilis, wo ich noch habe. Die tue ich jetzt einmal bewässern. Und dann stelle ich die ein wenig auf ihre Plätze. Ja. Wunderschöne Chilis, oder? Ja, die Chilis, die habe ich jetzt erst einpflanzt, weil ich die Eisheiligen noch abwarten wollte und das war auch wieder gut so. Während den Eisheiligen habe ich die ganzen Chilis neu ins Haus gestellt. Dadurch ist mir keine Anzeige erfroren. Ja, und jetzt düngen, wässern und groß werden lassen. Hier hinten haben wir unsere Jalapeno, wo wir gekauft haben und ja gesagt haben, dass die relativ klein war. Ihr könnt sehen, wie groß das hier jetzt etwa ist. Da vorne haben wir die weiße, die wo so weiß werden soll. Kauft bei einem Gärtner, ne? Könnt ihr euch ja noch daran erinnern. Hier habe ich jetzt wieder meine Amino, es muss ein Scotch Bonnet sein und auch nochmal eine Jalapeno. Die zwei Pflanzen, die müssten eigentlich
hauptsächlich Mittwoch die Sonne haben, also oder was, ja, die meiste Zeit die Sonne haben, weil dort drüben geht die Sonne auf und da geht sie unter und da müssen sie eigentlich gut Sonne haben, alle drei. Ja, leicht im Schatten, sehe ich da ja da hinten. Da sehe ich das leicht im Schatten, aber so müsste das eigentlich ganz gut passen. Wie gesagt, wer bessere Idee hat, kann es mir ja mal noch sagen. Ja, hier auf der Terrasse haben wir ein wenig als Absperrung, damit das keiner runterfällt. Hier drinnen ist der Gänseschnabel. Der ist in diesem Lichutza-Aufsteller, also High-End, Low-End, alles beide gleichzeitig, ist ja wurscht. Und dann haben wir hier zwei, einmal die Trinidad Moruga und einmal die Carolina Reaper. Ja, wie gesagt, die bekommen ihre Sonne meistens in der Früh und ja, Nachmittag eigentlich dann auch nochmal. Mittag sind sie, glaube ich, eher wenig geschützt von diesem Baum. Wie gesagt, wer sich da ein wenig auskennt, kann gerne mal ein wenig in die Kommentare schreiben. Da hinten zum Beispiel, da haben wir noch eine Kletterzucchini und irgendwie so ein Limo-Gewächs. Naja, mal schauen, was das wird. Ich bin schon gespannt. Ja, eine Chili haben wir noch. Das ist diese, wo ich nicht aussprechen konnte, die aus Indien. Dann schauen wir mal da hinten. Da hinten sehe ich da die anderen drei Chilis. Dann schauen wir mal, wo die anderen sind. Ja, hier haben wir sie stehen. Die bekommt die Sonne hauptsächlich in der Früh und Nachmittag. Vor Abends her ist dann das andere Gebäude eher im Weg. Naja. Gut, die erste Wespe hockt schon drauf. Dahinter, wenn man es ein wenig sieht. Da spitzt er ein wenig davor. Da, sehe ich das auch? Da. Da kommt ein wenig Wermut. Da habe ich ein wenig Wermut eingepflanzt. Vielleicht mache ich ein wenig Absinth das Jahr. Mal schauen, ob das was wird. Naja. Also, ja, dann wünsche ich euch noch was. Bis bald, euer Max. Ciao.